Ist der 19. April 1967. Medienauflauf vor dem Haus von Konrad Adenauer in Rhöndorf. Gerüchte sind im Umlauf. Täglich kommt der Arzt. Seit Wochen hat man den ersten Bundeskanzler Deutschlands nicht mehr gesehen. Da ging oben die Tür auf und eine junge Bedienstete kam raus, sichtlich erregt, und alles lief dann hier diesen Weg runter, rief die dem Pförtner fast atemlos zu: Du sollst die Flagge auf Halbmast tun. Der alte Herr ist tot. Mehrfach ist Adenauer dem Tod entkommen. Dieses Mal nicht. Die Welt schaute auf die Bundesrepublik. Die mächtigsten Politiker kamen zum Staatsbegräbnis nach Köln. Unter anderem US-Präsident Johnson und Frankreichs Staatschef de Gaulle. In nur wenigen Tagen stemmte die Bundesregierung die größte und teuerste Trauerfeier, die es bis heute in Deutschland gegeben hat. Staatsgäste aus 180 Ländern wurden an diesem Tag erwartet. In Köln strömten 200.000 Menschen zum Dom. Sie wollten sich ein letztes Mal von Adenauer verabschieden. Die Kölner von ihrem Oberbürgermeister, der die Stadt groß gemacht hat. Für andere war er vor allem der Bundeskanzler, der dem Land zu neuem Ansehen verhalf. Politikern im Westen war Adenauer ein verlässlicher Verbündeter im Kalten Krieg zwischen Ost und West. Ehemalige Kriegsgegner begegneten sich vor Adenauers Sarg. Was ja für Adenauer auch ein ganz wichtiges Anliegen war, war zu sagen, wir wollen wieder zurück. Erinnerung drin ist. Adenauers Haus in Rhöndorf. Hier ist Geschichte auch heute noch für jedermann greifbar. Zum Beispiel für diese Schüler vom Konrad-Adenauer-Gymnasium aus dem Westerwald. Sie steigen die Treppen hinauf, die Adenauer tagtäglich gegangen war. 50 Jahre nach seinem Tod fragen sie sich, welche Spuren hat er in der Geschichte hinterlassen? Was hat ihn zu einem der bedeutendsten Politiker Deutschlands gemacht? Disziplin, Fleiß, Ordnung, Pünktlichkeit, das saugt er als Jugendlicher förmlich auf. Und das nimmt er mit ein Leben lang. Und er sagte, man muss seine Arbeiten so korrekt machen, dass wenn neben ihm, das hat sein Vater ihm schon beigebracht, neben ihm eine Kanone abgefeuert wird, dass man trotzdem an seinem Platz sitzen bleibt und seine Pflicht weiter erfüllt. Die Schule nahm er so ernst, wie es gerade nötig war. Hauptsache durchkommen. Ich kann hier bekennen, dass wir Abiturienten damals im Besitz der meisten Arbeiten vorher gewesen sind. Und bei der Lateinarbeit, die wir auch hatten, da haben wir so ja die Fehler verteilt. Der eine musste so viel Fehler machen, der andere so viel Fehler machen. Und die Besten, dazu hörte ich übrigens auch, brauchten keinen Fehler zu machen. Also wäre jetzt nicht so meine Variante gewesen, muss ich sagen. Da wäre ich auch zu schissig für gewesen. In Bonn, wo Adenauer früher studierte, studiert man jetzt ihn. Man begegnet ihm zwangsläufig. Man braucht eigentlich gar nicht unbedingt ein extra Seminar für ihn. Ja, sobald man sich die Bundesrepublik in der Weltwirtschaft zum Beispiel war in eine Vorlesung, da kommt man auch, trifft man auch auf Adenauer, halt in einem anderen Kontext. Aber
an ihm vorbeikommt oder nicht. Adenauer studierte Jura, erst in Freiburg und München, dann in Bonn. Er umging mit einem Attest den Militärdienst und machte auch kein brillantes Examen. Die Promotion zum Doktor haben Sie wohl nie vollzogen? Nee, wenn Sie das... ich vermisse es aber auch nicht. Adenauer machte trotzdem Karriere, auf die kölsche Art, im Tennisclub Pudelnass. Hier gingen die höheren Töchter der Kölner Gesellschaft auf Bräutigamschau. Adenauer landete hier seinen Matchball. Emma Weyer, die Tochter des Generaldirektors der Kölner Lebensversicherungen. Die Heirat hat ihm natürlich neue Möglichkeiten eröffnet. Emma Weyer kam ja aus einer der angesehensten Kölner Familien. Und da wurde er natürlich auch in Kreise eingeführt, die ihm vorher so nicht zugänglich waren. Adenauer war jetzt im Rathaus. Schnell stieg er zum zweitmächtigsten Mann in der Stadtverwaltung auf. Standesgemäß baute er sich eine Villa im Kölner Nobelviertel Lindenthal. Da brach der Erste Weltkrieg aus. Adenauer kämpfte nicht an der Front, sondern in Köln. Gegen Hunger und Getreideengpässe. Und Not machte erfinderisch. Er entwickelte ein Notzeitbrot und bekam dafür sogar ein Patent. Er wusste, dass er aus Rumänien große Mengen an Mais zukaufen kann und hatte dann die Idee, dass man aus diesem Mais ja ein Brot machen könnte. Das schmeckte ausgezeichnet. Das haben die Leute nicht mal gemerkt. Haben das nicht gemerkt? Da konnte man Sojamehl beimischen, andere Mehl, nicht wahr? Und dann schmeckte das Ganze sehr gut. Musste nur gut gebacken werden. Wer von euch ist gut im Brot schneiden? Inzwischen heißt es nicht mehr Notzeitbrot, sondern Adenauerbrot. Das verkauft sich besser und schmeckt jetzt auch. Adenauer hatte exzellente Ideen, war beruflich erfolgreich und Vater von drei Kindern. Allerdings, seine Frau Emma wurde durch jede Geburt stärker geschwächt. 1916 starb sie schließlich an einer Pilzvergiftung. Ich kann das gar nicht genau sagen, wann ich das erfahren habe, aber ich weiß, dass ich das furchtbar fand, wie mir klar wurde, dass meine Großmutter mit 4 Jahren ihre Mutter verloren hat. Da tat sie mir wahnsinnig leid. Beruflich ging es für Adenauer weiter bergauf. Oberbürgermeister sollte er nun werden. Da folgte im März 1917 der nächste Schicksalsschlag. Wie jeden Tag wollte er sich zum Mittagessen mit dem Wagen nach Hause bringen lassen. Der Autounfall war katastrophal. Ich fuhr nach Hause, nachmittags um 2:30 und der Fahrer meines Autos war eingeschlafen und ist dann mit voller Wucht in einen Straßenwagen gefahren mit mehreren Anhängern. Die Ärzte fürchteten zuerst, ich würde erblinden. Und trösteten mich, ich habe das nie vergessen, damit, dass sie sagten, der Blinde wird von den anderen besser behandelt wie der Taube. Aber es war kein großer Tod. 4 Monate Krankenhaus statt Rathaus. Er war dem Tode gerade so entronnen. Mit 41 Jahren und einem neuen Gesicht begann er sein zweites Leben. Sein Gesicht hat dadurch seine Prägung erhalten. Man sagt, dieses etwas asiatische Aussehen sei von dem Unfall her gekommen. Auf seinem persönlichen Tiefpunkt konzentrierte er sich mit ganzer Energie auf den neuen Job. Beruflich strotzte er vor Selbstbewusstsein. Als jüngster Oberbürgermeister im ganzen Reich verlangte er das höchste Gehalt. Adenauer wollte gestalten, hatte eine eigene Vision, wie er Köln zur Metropole des Westens macht. Das moderne Köln. Vieles, was man heute kennt, geht zurück auf Adenauers Ideen und Pläne. Gegen den Willen einiger Grundbesitzer und Bauern setzte er sein Lebenswerk durch, den Grüngürtel, der bis heute genauso besteht. Eine grüne Lunge rund um die Stadt, als Freizeitfläche für die Menschen aus den Mietskasernen. Eine für deutsche Großstädte einzigartige Idee, für die ihm die Kölner bis heute dankbar sind.
man hängt immer auf den Uniwiesen ab in Köln und dann muss man sich daran erinnern, Konrad Adenauer hat die hier möglich gemacht. Der Kölner Grüngürtel war für Adenauer wirklich ein Herzensanliegen. Und er hat eben gesagt, in dieser Stadt Köln, die wächst, die pulsiert, wo unheimlich viel passiert, wo auch viele Menschen von außen zuziehen, die immer größer und größer wird, da müssen wir dafür sorgen, dass es einen Naherholungsraum gibt für die Menschen, dass man eben die Option hat, direkt vor der Haustür ins Grüne zu gehen und nicht noch lang rausfahren muss. Und dass man zum Zweiten eine grüne Lunge hat für die Stadt. In seinem eigenen kleinen Grün, bei der Gartenarbeit, lernte er eines Tages die Nachbarstochter kennen. Über den Zaun flirtete er mit der 19 Jahre jüngeren Gussi. Beim Nachmittagstee im Gartenhäuschen kamen sie sich näher. Und dort haben sie sich ganz gern über die Radieschenzucht unterhalten, weil beide begeisterte Gärtner waren. Die Gussi, das muss eine sehr tolle Frau auch gewesen sein, die sich auch wirklich toll um die Kinder aus der ersten Ehe gekümmert hat und so. Mit 43 gründete er seine zweite Familie und wurde insgesamt 7-mal Vater. Die wahren Großprojekte lagen für ihn aber in der Stadt. Es waren wirklich große Baumaßnahmen, die normalerweise in einer Stadt nicht zur selben Zeit ablaufen. Das war also wirklich so ein Mammut-Infrastrukturprojekt. Adenauer wollte Prestigeobjekte. Er gab einen weiteren Hafen in Auftrag, lockte den Autohersteller Ford nach Köln, ließ einen Flugplatz bauen und die modernste Sportanlage des Reiches mit dem Ziel, die Olympischen Spiele 1936 nach Köln zu holen. Doch damit nicht genug. Er baute die Universität, eine Musikhochschule, die Kölner Messe und vieles mehr. Alles Einrichtungen, die auch heute noch das Stadtbild prägen. Adenauer, der Modernisierer, war ebenso produktiv wie verschwenderisch. Köln, die Metropole des Westens. So blieb Adenauer für Köln und die Kölner unvergesslich. An der Apostelkirche, da ist ja so ein Denkmal von Konrad Adenauer, wo der in so einem Mantel steht und eigentlich, glaube ich, auch nicht so ganz hundertprozentig getroffen ist. Aber das mag ich unheimlich gerne und wenn ich da komme ich natürlich oft vorbei und dann grüße ich den immer. All das hatte seinen Preis. 1931 war die Stadt zahlungsunfähig und hoch verschuldet. Adenauer galt als eigenwillig, stand vielerorts in der Kritik. Da kam Adolf Hitler nach Köln. Es war an einem Sonntag. Da wurde ich durch die Mitteilung überrascht, dass über Nacht die Nationalsozialisten auf der Brücke in Köln überall Hakenkreuzfahnen angebracht hätten. Und ich habe dann erklärt, die Hakenkreuzfahnen müssen wieder runtergenommen werden. Bei mir hat man das in Berlin sehr übel genommen, dass ich gewagt hatte, gegen Hitler diese Stellung in aller Öffentlichkeit einzunehmen. Täglich kamen jetzt Morddrohungen ins Haus. Die SA sammelte öffentlich Geld für die Kugel, die ihn erledigen sollte, und isolierte Adenauer von seinen Freunden. 1933 jagten die Nazis den Oberbürgermeister aus dem Amt. Für Adenauer ist das ein ganz, ganz krasser Schnitt in seinem Leben. Davor war er der gefeierte Oberbürgermeister, der Gestalter, der einer Stadt einen ganz neuen Stempel aufgedrückt hat. Und dann kam dieser Schnitt, wo er von einem Tag auf den anderen ja völlig im Politischen aus ist, nicht mehr agieren kann, vertrieben wird aus dem Kölner Rathaus und sich alle von ihm abwenden. Man dreht ihm den Rücken zu, er berichtet später auch, es gibt Leute, die haben die Straßenseite gewechselt, die haben vor kurzem noch einen Diener vor ihm gemacht, jetzt sind die Nazis an der Macht, plötzlich wechseln die Straßenseite, um ihn nicht grüßen zu müssen. Aus Angst vor einer Verhaftung zog er in eine kleine Kammer im Kloster Maria Lach. Er lebte unter Mönchen, die Hitler verehrten. Wollte er seine Familie mal sehen, schlich er sich durch die Hintertür. Denn die Rückkehr in den Großraum Köln wurde ihm zunächst verboten. 1935 baute er in dem kleinen Rhöndorf am Rhein ein Haus,
in dem er bis zuletzt wohnte. Aber er wusste, er war ständig unter Beobachtung. Es waren ja überall Ohren und Augen, die etwas gesehen haben. Leute, die der Gestapo nahe standen, die geguckt haben, wer geht denn zu ihm, wo geht er hin, was ist für Besuch da. Wir hatten ganz bei uns in der Nachbarschaft einen Herrn Heinemann, das war ein Obernazi. Der war auch gleichzeitig Blockwart. Der guckte abends immer nach, ob das verdunkelt war, das Haus. Ob nicht zu viel Strom gebraucht wurde und so weiter. Und weil er das wusste, hat er sich dann sehr zurückgehalten. Gartenarbeit erschien ihm unverdächtig und lenkte ihn ab. Doch irgendwann war jeder Stein dreimal umgedreht. Also kombinierte er seine Leidenschaften und wurde wieder zum Erfinder. Adenauer hat sich aber immer maßlos geärgert, wenn seine wunderschönen Rosen bedroht waren durch Blattläuse aller Art oder sonstiges Ungeziefer. Und deshalb hat er in der Zeit, wo er eben politisch nicht agieren konnte, diese Erfindung hier entwickelt. Das ist ein elektrischer Insektentöter. Zum einen wird hier Flüssigkeit zugefügt, eine Lauge, die also chemisch diese Blattläuse töten soll. Und zum anderen über diesen Stecker hier und die Leitung in diese Metallspiralen hinein auch noch Strom, sodass diese Blattläuse dann einen elektrischen Schlag bekommen sollen. Sehr zum Setzen seiner Frau Gussi, weil häufig auch die ganzen Rosensträucher hier in den Flammen aufgegangen sind. Während der ganzen Nazizeit hielt sich Adenauer politisch zurück, obwohl ihn Widerstandsgruppen zur Mitarbeit aufforderten. Aber Adenauer war kein Widerstandskämpfer. Er wollte keinen Ärger. Trotzdem wurde er 1944 nach dem Attentat auf Hitler von der Gestapo verhaftet. Ich habe auch dem einen Ledermanteltyp, dem Gestapo-Mann, in den Hintern getreten. Und er sagte, wenn er das noch mal tust, nehmen wir dich auch mit. Es war so eine Reaktion von einem Kind. Man wollte die Mutter nicht verlieren und den Vater nicht verlieren. Adenauer kam in die einst von ihm erbauten Kölner Messehallen, Außenstelle für das KZ Buchenwald. Von hier rollten die Züge in das Vernichtungslager. Und auch Adenauer stand auf der Liste mit dem Hinweis, Rückkehr unerwünscht. Einmal durften seine Kinder ihn besuchen. Dann habe ich meinen Vater gesehen in der Messehalle ohne Schnürriemen, wie der da mit offenen Schuhen da stand. Ne? Die Hosenträge abgenommen, ne? Damit sie sich nicht aufhängten. Ne? Mussten die Hosen selber festhalten. Ne? Das war wohl furchtbar. Durch die Hilfe eines Gefängnismitarbeiters konnte er fliehen. Das hatte Folgen. Dann kam die Gestapo hierher nach Rhöndorf, klingelte an dieser Tür und es standen wirklich so diese Gestapo-Männer, wie man sie so aus dem Film kennt, mit Mänteln vor der Tür und sagten, ja, wo ist denn Adenauer? Adenauer ist aufs Land geflohen. Der Start für sein drittes Leben? Die Gestapo nahm sich seine Frau Gussi vor, drohte ihr die Kinder wegzunehmen. Sie sollte das Versteck verraten und knickte ein. Adenauer wurde verhaftet. Beide waren im gleichen Gefängnis, ohne voneinander zu wissen. Gussi hatte keine Ahnung, ob ihr Mann überhaupt noch lebte. Sie machte sich schwere Vorwürfe und zerbrach an ihrem Verrat. Meine Mutter hatte ihr Pulsadern aufgeschnitten gehabt, das, was mich als Kind furchtbar mitgenommen hat. Sie überlebte und wurde entlassen. Adenauer musste bleiben. Als sein Sohn Max, ein hoher Offizier, an der Front davon erfuhr, nutzte er seine guten Kontakte und holte den Vater im letzten Moment aus dem Gestapo-Zuchthaus. Als die Amerikaner über den Rhein nach Rhöndorf kamen, wussten sie sofort, wen sie vor sich hatten. Sie machten Adenauer wieder zum Oberbürgermeister. Adenauer war zurück in seiner Stadt, aber die war völlig zerstört. Er stürzte sich in die neue Aufgabe und wusste auch, worauf es ankam. Als erstes kümmerte er sich um die Lebensmittelversorgung. Aber nach 5 Monaten übernahmen die Briten die Stadt und gaben ihm einen Auftrag, den er nicht erledigen konnte. Wegen Ungehorsams warfen sie ihn aus dem Amt.
ich sollte alle Straßenbäume in Köln umhauen lassen und den ganzen äußeren Grüngürtel umhauen lassen, damit die Leute in Köln im Winter Brennholz sehen. Damit hätten Sie ja eines Ihrer Werke, das Sie in Köln mit aufgebaut haben, was mir am Herzen lag, ja, zerstört. Militärs waren gewohnt zu befehlen wahrscheinlich. Ja, aber ich war nicht gewohnt zu gehorchen. Ohne Amt war Adenauer wieder machtlos. Deshalb schloss er sich der neu gegründeten CDU an. Da schlug privat erneut das Schicksal zu. Auch seine zweite Frau wurde schwer krank. Die Folgen ihres Selbstmordversuches. Die Mutter ist dann qualvoll gestorben. Es war ein strahlender Frühlingstag. Und der Vater kehrte auch nach Hause zurück. Und dann hat er sich eine Isoliertheit begeben. Er brauchte diese Einsamkeit, um überhaupt damit fertig zu werden. Zum zweiten Mal in seinem Leben eine wirkliche Partnerin zu verlieren, die in ihrer Fröhlichkeit und in ihrem Optimismus so gegensätzlich zu ihm war und ihm wirklich dadurch eine ganz große Stütze gewesen war in den schweren Jahren. Adenauer hatte Depressionen, flüchtete sich in die Arbeit, setzte sich an die Spitze der CDU. Als Präsident des Parlamentarischen Rates schrieb er mit am Grundgesetz, das bis heute Bestand hat. Mit 73 Jahren und einer Stimme Vorsprung, nämlich seiner eigenen, wurde er 1949 der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik. Ich schwöre es, so wahr mir Gott hält. Damit ist die Bildung der Bundesregierung vollzogen. Endlich wieder an der Macht. 16 Jahre hatte er gelitten. Er hatte ja so lange gewartet auf den Moment, wo er noch mal sich betätigen konnte. Und als dann diese Aufgabe auf ihn zukam, da war er also davon so erfüllt, auch von der Verantwortung, die er hatte, solange er eben noch lebte. Er wusste ja, dass, wie alt er war und dass das begrenzte Zeit sein würde, nicht? Adenauer war immerhin 73 Jahre alt. Er wuchs noch in der Kaiserzeit auf. Und genauso führte er auch sein Kabinett. Er galt als der Patriarch, dem man gehorchte. Das ist sowieso eine deutsche Eigenschaft, dass man gerne einen hat. Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, ist einer, der die Sache regelt. Nicht? Das ist, diese Mentalität ist den Deutschen natürlich eigen. Und die hat er natürlich befriedigt, voll und ganz. Da war Ersatzkaiser, ist das richtige Wort dafür. Der Ersatzkaiser regierte und keiner im Kabinett wagte zu widersprechen. Eine hohe Meinung hatte er von ihnen ohnehin nicht. Ausgerechnet als engsten Mitarbeiter holte er sich einen ehemaligen Nazi, Hans Globke. Das ist auch so ein Punkt, wo ich nach wie vor mich frage, warum? Ich glaube, der ist auch nicht so hundertprozentig geklärt. Man weiß tatsächlich nicht, warum Konrad Adenauer in seine Kabinette und die Gerichte ehemalige Nationalsozialisten reingeholt hat. Also das ist zumindest bei mir noch so ein Thema mit einem großen Fragezeichen, was ich in Zukunft auch mehr erforschen möchte. Wie wird man Staatssekretär im Kanzleramt? Das ist nicht so einfach zu sagen. Man wusste, okay, die haben vielleicht schon vorher gut gearbeitet oder ihre Sache in diesem, dem Posten gut gemacht. Und dass man vielleicht deshalb darauf zurückgegriffen hat. Aber es ist trotzdem schwierig. Seine Personalentscheidung wird bis heute kritisiert. Globke hatte für die Nazis den juristischen Kommentar zu den Rassegesetzen geschrieben und damit den Holocaust unterstützt. Adenauer hatte damals eben einen ganz anderen Zugang. Er hatte einen sehr pragmatischen Zugang. Ich kann kein schmutziges Wasser wegschütten, wenn ich kein sauberes habe. Und er wusste eben, Globke ist jemand, der ihm gut zuarbeitet, der als Mitarbeiter sehr präzise, sehr genau ist. Und deswegen hat er das ganz pragmatisch gesehen. Adenauer hatte keine Zweifel an seinen Entscheidungen und hielt sie auch für die besten. Dass er auch sich selbst für den Besten hielt, zeigte sich bei der Besetzung des Außenministers. Wer konnte das besser als er? Adenauer glaubte an sich wie kein anderer. Zwar sprach er keine Fremdsprachen, aber als Außenminister kam es vielmehr auf diplomatisches Geschick an. Und er ist nie nervös gewesen. Im Gegenteil, er sagte immer, wenn alle verrückt spielen, bei uns bleibt es ruhig.
Nur eins konnte ihn aus der Ruhe bringen. Er fürchtete ein Attentat. Da hat er einmal wirklich Angst gehabt in der Versammlung. Der ganze Saal war voll mit Menschen. Und dann kommt hinten, hinter dem Vorhang, kommt jemand rein, ein Mann, der hat seinen Arm unter dem Rock. Und er setzt sich dann genau da unten hin, holt die Hand hier raus unter dem Rock und hat ein Hörrohr in der Hand. Das hat ihn so erschrocken, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Das hat er mehr wie einmal mir erzählt. Ne? 1952 hatte er mit Glück ein Attentat überlebt. Ein Mann aus dem israelischen Untergrund hatte 2 12-jährigen Jungen ein Päckchen in die Hand gedrückt. Adressiert an Bundeskanzler Adenauer. Sie wurden misstrauisch und übergaben es der Polizei. Das Päckchen enthielt eine Bombe. Der Brandmeister starb bei dem Versuch, sie zu entschärfen. Adenauer hatte wieder überlebt und bedankte sich bei den Jungen mit einer goldenen Uhr. Mit 76 Jahren begann sein inzwischen 4. Leben. Mittlerweile hatte er eine große Familie. Die Enkel verschafften ihm Abstand zum Bonner Betrieb. Trotzdem blieb er immer Staatsmann. Wenn er dann die Treppe runterkam, während wir dann schon in der Diele waren oder im Wohnzimmer schon saßen, dann war das doch immer etwas so, als wenn der Bundeskanzler auftrete. Also das war nicht so eine stürmische Begrüßung und es lief ihm auch keiner in den Arm direkt. Also das war so etwas zurückhaltender. Wir hatten immerhin, muss ich sagen, doch einen sehr großen Respekt vor ihm. Also wenn wir früher ins Bett gebracht wurden, dann hing ein Bild von ihm an über dem Bett. Also wenn ihr jetzt nicht sofort einschlaft und brav seid, dann springt der Großvater aus dem Bild heraus. Ne? Und also mit dem konnte man schon drohen. Zu Weihnachten kam traditionell die ganze Familie ins Haus. 24 Enkelkinder begeisterten sich an der riesigen Adenauer Krippe. Das war für mich als Kind auch ganz toll. Ne? Also so eine Krippe von so nahem zu sehen und so, das. Dann wurde immer die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Ich glaube, vom ältesten Familienmitglied. Das wird auch heute noch so gemacht. Es war der letzte Wunsch des Alten. Weihnachten sollte die Familie in seinem Haus zusammenkommen. Dieses Jahr, und es waren wenig dieses Jahr, waren es vielleicht so 80 Leute. Das sprengt natürlich das Haus hier auch immer extrem. Ich weiß auch gar nicht, ob es dem Haus hier so gut tut, wenn hier die ganzen kleinen Kinder rumrennen und denen ja noch gar nicht bewusst ist, dass das hier irgendwie, dass man hier nicht alles anfassen darf und so. Das ist auch immer ein bisschen schwierig. 2 Wochen später kam die Familie nach Bonn. Jahr für Jahr wurde sein Geburtstag öffentlich zelebriert. Mit stundenlangen Gratulationen. Adenauer genoss seinen Sonderstatus. Der ganze Hype, so, der ihm gemacht wurde, war ja viel, viel größer. Also es hatte nicht so viel mit so einem Politiker oder Staatsmann zu tun, sondern es war schon eher so eine, ja, man könnte es vielleicht vergleichen wie heute bei Königshäusern oder so, so ein bisschen in die Richtung gehend. Also es war wohl ein ganz anderer Auflauf, der da drum gemacht wurde. Und gab es dennoch mal ein Problem, konnte er sich auf seine Familie stets verlassen. Ja, er musste ja eine First Lady haben. Das ging ja nicht anders. Alle erscheinen ja mit ihren Frauen. Ne? Er hatte ja nun leider keine mehr. Und deshalb waren meine Schwestern da, mussten die einspringen. Ne? 1953 ging es erstmals auf Staatsbesuch in die neue Welt. First Lady war Tochter Lotte. I'm happy to be in this wonderful country. We are working with you for peace and freedom. Adenauer genoss den Zuspruch auf seinen Reisen. Nach und nach besuchte er die westlichen Besatzungsmächte. Frankreich, England und Amerika. Und er wusste genau, was er will. Wir brauchen die Anbindung an Amerika. Wir können zum Beispiel im Ost-West-Konflikt nicht lavieren. Für uns zählt ganz klar die Westbindung. Und das waren so klare Ziele und diesen klaren Kompass und diese klare Richtung, die hat er. Für ihn gab es eben diese eine Marschrichtung und die wurde dann eben durchgesetzt. Und ich glaube, das schätzte auch die Bevölkerung an ihm. Die endgültige Westbindung gelang ihm mit der Aufnahme in die NATO im Mai 1955. Mit den Pariser Verträgen endete offiziell die Besatzungszeit. Wir sind ein freier und unabhängiger Staat.
Mit dem starken Rückhalt der Westmächte flog er im September 1955 erstmals nach Moskau. Alle erwarteten, dass er die letzten 10.000 Kriegsgefangenen aus den sowjetischen Lagern nach Hause holen würde. Der Druck auf Adenauer war riesig. Zum Osten gab es bisher keine Annäherung. Die Sowjets leugneten sogar, dass es überhaupt noch Gefangene gab. Adenauer musste geschickt verhandeln. Ich glaube, in dem Zeitpunkt, 1955, war nur er der Einzige, der das hat schaffen können, die heimzuholen. Adenauer zeigte sich als Mensch, wollte die Sowjets für sich gewinnen und machte alles mit. Dazu gehörte viel Wodka. Nach dem Begrüßungsgelage am ersten Tag kam der Kanzler schwankend zurück ins Hotel. Warum vertrugen die anderen nur so viel mehr als er? Er schilderte gerne, wie die Sowjets versucht haben, ihn hereinzulegen. Denn die Trinkfestigkeit wurde ja in einer gewissen Weise getestet. Und dann hat der Bundeskanzler festgestellt, er hat den Chruschtschow gebeten, doch mit ihm das Glas zu tauschen. Und bei der Gelegenheit hat er festgestellt, dass im Glas von Chruschtschow kein Wodka war. Und das war natürlich dann ein Triumph für ihn, ihn so bloßzustellen. Gelächelt wurde nur für die Kamera. Danach schrien und tobten die Kontrahenten, drohten sich mit den Fäusten, warfen sich gegenseitig Kriegsverbrechen vor. Adenauer war von seinem Ziel weit entfernt. Aber er wusste, die Sowjets wollten diplomatische Beziehungen, Kontakt zum Westen. Adenauer griff zu einer List und forderte aus einem garantiert abgehörten Hotelzimmer seine Flugzeuge an, um abzureisen. Da kam Bewegung in die Sache. Ein Handschlag besiegelte. Die 10.000 Gefangenen sollten freikommen. Malen Sie sich doch nur vor, wir hätten das nicht getan. Ich wäre auch nicht weggegangen aus Moskau ohne die Gefangenen. Es waren die härtesten 5 Verhandlungstage seiner Karriere. Und gleichzeitig sein größter Erfolg. Ein Freudenschreck ging durch Deutschland. Überraschend rollten wieder Heimkehrertransporte aus Sowjetrussland über die deutsche Ostgrenze nach Berlin und nach Westdeutschland. Tausende von Kriegsgefangenen und Verschleppte kehrten nach endlosen Jahren der Gefangenschaft in die Heimat zurück. Eltern suchten ihre Söhne, Frauen ihre Männer. Familien kamen wieder zusammen. Aber manche warteten vergebens. Und andere wurden von niemandem abgeholt. Mein Uropa war in Russland und er ist nicht zurückgekommen. Aber das hat mir auch noch einmal vor Augen geführt, dass meine Uroma wirklich 10 Jahre gewartet hat und immer auf ein Zeichen gehofft hat, dass er zurückkommt. Und bis heute gilt die Rückholung der Gefangenen als eine seiner größten Leistungen. Mit fast 80 musste Adenauer auch mal ausspannen. So wie viele Bundesbürger in den 50ern fuhr er nach Italien. 2-mal im Jahr verlegte er die Regierungsgeschäfte für mehrere Wochen in den kleinen Ort Cadenabia am Comer See. Den Kontakt nach Bonn hielten die Sekretärinnen und seine Töchter. Das war Vater und Töchter, aber auch der Vater, der also zu Scherzen aufgelegt war. Also ich weiß, da gab's mal, wurde ein Siebenschläfer gefunden, ein toter Siebenschläfer. Ja, den hat er seiner Tochter ins Bett gelegt. Und solchen Schabernack hat er dann auch gemacht, auch am Frühstückstisch, da wurden Eier gepustet. Und er nahm dann die Eierschale in den Mund, aber so, dass wir das nicht mitkriegten, irgendwie so hinter der Serviette. Und dann plötzlich spuckte der dem, der ihm gegenüber oder neben ihm saß, dieses Eierschale ins Gesicht. Also sowas machte er gerne, ne? Auf der hauseigenen Boccia-Bahn kannte er keinen Spaß mehr.
Wenn er schlecht gelaunt war, dann mussten wir aufpassen, dass er auch mal gewinnt. Ich habe es dann meistens so eingerichtet, dass ich nicht mit ihm gespielt habe, sondern mit einer der Töchter gegen ihn. Und uns war es völlig egal, wie das Spiel ausging. Uns war es wichtig, dass er dann gewonnen hat. Und das bedeutete auch gleichzeitig, dass dann die Stimmung gelöst und gelockert war. Italien bedeutete Lebensfreude. Politisch waren ihm andere Länder wichtiger. Zuallererst Frankreich. Die Rheinländer sind frankophil und das war er auch. Und die Westbindung war ihm eine Herzensangelegenheit. Der Erzfeind der letzten drei großen Kriege sollte endlich zum Freund werden. Ohne eine dauernde Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich, meine Damen und Herren, kann Europa nicht geschaffen werden. So kam auch de Gaulle das eine oder andere Mal hierher nach Rhöndorf und hat dann hier an diesem Tisch zusammen mit Adenauer Gespräche geführt, um den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag vorzubereiten. 1963 wurde der Vertrag unterschrieben und verbindet die beiden Länder bis heute. Charles de Gaulle und Konrad Adenauer haben sich damit ein Denkmal gesetzt. Er hat eben eine internationale Anerkennung gefunden, damals schon wie kaum jemand je zuvor. Und er war der Begründer, der erste Mann der Zurückführung der verfemten Deutschen in die Völkerfamilie. Das war sein Werk und dass er die Versöhnung mit Frankreich und Amerika geschafft hat, das wirkt heute auch nach, auch wenn das manchen Leuten nicht mehr bewusst ist. Damit hätte er es gut sein lassen können, hat er aber nicht. Die jüngsten Einblicke in seine letzten Jahre zeigen, das Regieren fiel ihm nicht mehr so leicht. Nachts Schlaflosigkeit, tagsüber Aufputschmittel. Die Spuren des Alters machten sich bemerkbar. Aber Adenauer konnte und wollte nicht loslassen. Sein Sohn Paul, der die letzten Jahre beim Vater im Haus wohnte, hat alles akribisch notiert. Nach den erfolgreichen 50ern waren die 60er nicht mehr die Welt des Konrad Adenauer. Also wir merkten schon, auch in der Familie, wie er dann allmählich umstritten wurde. Und auch Freunde eben sagten, ja, der Großteil ist schon ziemlich alt. Gut, er war immerhin auch schon 85. Der Nachfolger stand längst bereit. Es war sein Wirtschaftswunderminister Erhard. Doch genau den wollte Adenauer nicht. Mit allen Mitteln und schlichter Boshaftigkeit versuchte er, ihn zu verhindern. Ich persönlich finde es nicht klug, wie er es gemacht hat. Aber er war davon überzeugt, dass er der Einzige da die Spritzen noch reingejagt haben, ne? Da habe ich einem Professor gesagt, ich soll den Mann doch in Ruhe sterben lassen. Ne? Hat er zu mir gesagt, sie haben ja keine Ahnung.
Der Vater der Nation durfte nicht sterben. Ein Stab von Ärzten bemühte sich mit allem, was die Medizin hergab. Auch Adenauer fragte, warum lassen Sie einen kranken Mann nicht zum Herrgott, wenn der ihn zu sich holen will? Im April verschlechterte sich die Lage drastisch. Und wir wurden dann plötzlich angerufen und es wäre doch ernst, wir möchten doch nach Hause kommen. Dann sind wir wirklich auch Hals über Kopf aus Italien nach hier gekommen. Am 19. April 1967 gewann der Herrgott gegen die Ärzte. Und als wir von Wahn nach Bonn fuhren, gingen auf einmal die Flaggen auf Halbmast. Und dann haben wir die Extrawetter da gesehen und uns auch geben lassen und haben schwarze Krawatten besorgt. Ich hatte damals noch, glaube ich, keine schwarze Krawatte. Der Tod Adenauers hatte sich schnell herumgesprochen. Vor dem Haus in Rhöndorf standen nur noch mehr Journalisten. Plötzlich standen da also nicht nur wir deutschen Journalisten, plötzlich waren wir Bestandteil eines Weltereignisses. Das war auch der Bundesregierung klar. Seit einiger Zeit war sie in Bereitschaft für ein standesgemäßes Begräbnis. Das größte und teuerste, das die Bundesrepublik bis heute erlebt hat. Die ganze Welt sollte auf das Land blicken. Selbst zerstrittene Präsidenten fanden an diesem Tag zueinander. Zwei Tage vor der Beerdigung sollte sich das Volk verabschieden dürfen. Zuerst kamen die Menschen in das Palais Schaumburg. Hier hatte er einst regiert. Die Leute standen da und trauerten um einen ihrer großen Staatsmänner. Und jetzt kam die Erinnerung hoch. Der Alte, das war der, der hatte die letzten 10.000 unserer Jungs aus Russland nach Hause geholt. Was sein größtes Verdienst war, sagten sie. Nicht? Sie hätten alle auch das Letzte für ihn noch getan. Nur war es zu spät. Und was blieb ihnen? Sie konnten sich einreihen, um dann diesen ganz kurzen Moment an diesem Sarg im Palais Schaumburg vorbei zu defilieren. Aber das war für sie eine Ehrenpflicht. Danach ging die Reise in seine erste Heimat. Kurz vor Mitternacht traf der Sarg am Kölner Dom ein. Nun war Adenauer auch nach Köln heimgekehrt. Das waren seine Kölsche, die nun kamen. Und die haben natürlich auch den Bundeskanzler betrauert, aber im selben Atemzug den altverdienten Kölner Oberbürgermeister. So, jetzt haben Sie aber gesehen hier. Ja, jetzt haben Sie jetzt geht es. Bitte gehen Sie weiter. Es wollen ja noch mehr rein. Noch konnten sich die Menschen nicht von Adenauer lösen. Man hat doch den Verlust dann erstmal richtig verinnerlicht, mehr noch als bei der Abdankung. Ein großer Tag ging zu Ende. Auf dem Rhöndorfer Friedhof wurde er mit dem letzten Tageslicht beigesetzt. Und oben stand der Chor und sang. Und das war wunderbar. Das war wirklich wie die Engel im Himmel, die die Tore aufmachen und für ihn da waren. Heilandes Jesus Christus. Sein Sohn Paul spricht am Grab die letzten Worte. Erlöst hat. Amen. Der Friede sei mit dir. Bis zu seinem Tod hatte sich Konrad Adenauer für sein Land eingesetzt. Immer wollte er selbst gestalten, nichts dem Zufall überlassen. In der Erinnerung lebt er weiter. Dies ist sein fünftes Leben.